Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Castlevania Lords of Shadow. Ja, wir haben die Katakomben hinter uns gelassen und gehen jetzt in großen Schritten in die Abteibibliothek. The traps laid by the abbot have proved tricky, and yet we have managed to break into the inner cloisters, and the library is close at hand, if memory serves. My friend looks weary and troubled, the weight of the world on his shoulders. I can see he is holding a terrible secret deep within. He is trying to bury it, and in its place, the anger is taking over. We must not delay. We must find Dorin and take what we need before we are dragged down with the guilt. The need of the many outweighs those of the few now. We can shed no tears for those lost. We must be strong, and we must destroy the Lords of Shadow at any cost. Hi Kumpel. Also ich habe ja jetzt mal so eine Vermutung. Guckt euch mal die Rüstung an, die der hat. Ne, das ist die gleiche Rüstung, also Teile davon, wie der Cornel hatte. Ich habe die Vermutung, der Cornel hat ja erzählt, dass es einmal das Gute gibt und das Böse von der jeweiligen Person. Und ich glaube, Sobek ist einer der drei Mitbegründer und ist die gute Seite davon und möchte endlich, dass dieser Schrecken, den er und die anderen beiden über den Ohren gebracht haben, aufhört. Und deshalb führt er Gabriel quasi zu seiner Mission hin. Also, dass der quasi, ne, uns ausnutzt dafür, dass wir das alles wieder hinrichten sollen. Und dann würde ich auch vermuten, dass er es war, der Maria umgebracht hat, weil dadurch hat er uns ja erst dazu motiviert, / bewegt, dass wir losgezogen sind. Also das ist so meine Vermutung, die ich habe. Kann auch sein, dass ich total falsch liege. Und Leute, die das wissen, sollen mir das nicht in die Kommentare schreiben. Ne? Also ich will mich überraschen lassen und ich wollte einfach nur mal so einen kleinen Interpretationsansatz geben für die Leute, die das genauso blind spielen wie ich. Geradeaus? Ja, das war klug. Yeah, Lichtmagiestein. Das ist doch mal erfreulich. War keine Schriftrolle. Ein bisschen kullern. Da fällt mir ein. Ach, ich guck das später. Aha. I'm sure there must be a way of entering the library from here. Lass mich raten, die gehen jetzt zu. Doch nicht so mystisch. Gehen doch zu. Ja, na toll. Na, ganz toll. Supi! Noch ein zweiter? Nee, oder? Ja, toll. Ja, super. Toll. Ich habe ja glatt die... Ich glaube, wir machen jetzt einfach mal hier. Ich meine, ich will das mal sehen. Oh. Kriegen wir denselben Dämon? Oh. Oh. Wir kriegen dasselbe hübsche Wesen. Oh, oh. Danke. Here it is. I found it. Oh, oh. Get out of here. I'll keep the trap door open. Ich wollte doch noch die Sachen aufsammeln.
Naja. Oh, da liegt jemand. Hallo. Du hast natürlich eine Schriftrolle. Und was sagt die denn? Das war sehr gerissen vom Abt, ein Rätsel zu schaffen, das auf Sonnenlicht basiert, um sich vor den Vampiren zu schützen. Den Dorfbewohnern zufolge reagieren diese Türen nur auf Sonnenstrahlen, aber ich finde einfach nicht heraus, wie sich das bewerkstelligen lässt. Naja, ich vermute mal, das ist genauso schlecht getrickt wie das andere. Wir machen uns einmal hier voll. Und dann gucken wir einmal, wo der Lichtschein... Können wir den hier schieben? Das sieht irgendwie so aus, ne? Warte mal. Ja. Sieht ziemlich so aus. Haben wir sonst noch irgendwas? Egal, wir drehen das jetzt einmal. Oh, zu weit. War das jetzt schon alles an Rätselslösung oder geht das noch weiter? Es geht noch weiter. Ist hier auch was zum Drehen? Ja, scheint so. Können die ganzen Bücher kratzen? Irre. Ja, das ist natürlich schön. Dann wollen wir die mal alle zerpflücken. Auch wenn die nicht damit gerechnet haben, dass sich ausgerechnet Feen in den Büchern verstecken. Was ist denn jetzt hier? Kann man nicht hier noch weiter durchschießen? Nee, oder? Nee. Wäre auch unlogisch. Ich guck einfach mal hier hinten. Vielleicht. Ah, da sitzt auch jemand. Was sagst du denn? Wieder eine Schriftrolle. Was sagt uns die? Verflucht sei dieser Mann. Der Abt hat diesen Ort geradezu mit Fallen gespickt. Interessanterweise habe ich festgestellt, dass Feen wirklich nützlich sind, um die Feinde hier abzulenken. Ich habe meinen Vorrat an Feenblüten benutzt und die wunderbaren kleinen Kreaturen haben sich um die Feinde gekümmert. Ich hoffe nur, dass der Vorrat reicht. Wenn nicht, bin ich wahrlich aufgeschmissen. Okay. Dann schnappen wir uns jetzt mal hier die Feen. So, du sollst darüber. Ist hier hinter noch was? Interessant. Also wir finden hier schon Dutzende an Feen. Das ist schon richtig. Hier ist auch noch ein Ding. Das muss auch darunter. Gut, ist hier sonst noch was? Können wir hier hoch? Können wir hier hoch? Nee, auch nicht. Aber hier liegt noch ein Mensch. Hallo, Mensch. Oder Ex-Ritter. Hast du für uns? Oh! Schon zwei blaue. Nee, hier können wir auch nicht hoch. Gut, dann... Wohin haben wir das andere jetzt geschoben? Damit können wir nicht interagieren. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Aber nur ein bisschen. Infinitesimal. Gut, dann wollen wir... Ach, wir drehen das jetzt einfach mal so. Mal gucken, was... So. Aha. Oh. Das war's schon. Ups. Ja, das war intuitiv gut. Weiter geht's. Ich vermisse irgendwie meinen Kumpel.
Hier, kümmer du dich mal drum. Und die haben irgendwie nicht so eine lange Lebensspanne, oder? Ist noch Musik? Auf jeden Fall muss hier irgendwo noch was kommen. Viecher? Wo seid ihr? Hier kann ich mich aufladen. Wohin muss der Lichtstrahl? Das ist hier die Frage. Also du kommst jetzt erstmal hier runter. Und dann... So. Drehen. So. Und ich denke mal, du musst durch das Loch. Genau durch das. Dahin. Vorwärts. Das ist es nicht ganz. Irgendwie kann der das nur... Ach, das muss noch ein Stück rüber, denke ich mal. So. Wird schon stimmen. Oh, Mist. Ach, das ist ja cool. Die Feen kommen wieder. Okay. Dann wollen wir mal weiter. Da ist es nicht. Wo geht's hier lang? Sackgasse. Zum Camp. Wir gehen einfach weiter. Die Mauer kann ich niederreißen. Nein, 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 gar nicht gut. Ganz toll. Aua, gar nicht gut, gar nicht gut. Da ist so ein lila Stein links, das brauche ich. Aua, tu mir nicht weh hier. Nimm mal eine Fee. Na gut, die hat Angst, toll. Ach, dann nehme ich halt den Dolch, leck mich doch an die Füße. Au.
habe ich auf jeden Fall schon mal dein Schild gemobst. Das ist auch... und jetzt? X, Action X! Oh Gott. Okay. Da musst du dahin. Aber wie kriege ich den Lichtstrahl dann? Warte mal, lass mal los. Geht die Linie noch weiter? Tatsache. Gut, dann gehst du jetzt mal weiter. So, und du gehst mal hier wieder rein. Und dann drehst du das mal so. Gott, was für ein langes Rätsel. So. Reicht das zufällig mal so? Das wäre echt cool. Ach, na toll, dann halt nicht. Gut. Das Einsammeln. Feen wollen nicht, können nicht. Was weiß ich. Du kommst dahin. Und dann kommst du hier runter. Ups. Ist okay, andere Richtung. Ich hab's begriffen. Toll. Dafür haben wir jetzt 500 Punkte gekriegt. Aber vielleicht finde ich ja irgendwo noch so ein Kristall. Das wäre echt cool. Ich habe kaum noch rote Magie. Das ist gar nicht gut. Ich sollte nochmal zurücklaufen. Wir folgen einfach dem Strahl. Okay. Wir können dem Strahl nicht einfach folgen. Wir müssen hier rum. So, können wir hier irgendwo hin? Dann nicht. Aber ich will nochmal hier zu dem Ding. Einmal Magie auffüllen. Wer weiß, was uns erwartet. Wir sollten das haben. Ich habe übrigens ein bisschen in den Achievements gestöbert. Es gibt insgesamt 30 Liskel, also von jedem Kristall 30 Stück. Das ist, glaube ich, die klügste Formulierung davon. Und ich bin relativ gespannt, ob ich die wirklich alle finde. Oh! Das war's schon mit der Bibliothek. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so schnell geht. Nun denn, dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann!